Wir haben wieder eine kleine begrenzte Zeit, ist etwa 6:30. Wir möchten dann ja hochgehen in die Bürgersprechstunde. Heute wurde ja der Atomausstieg beschlossen. Das heißt, unsere Initiative hat soweit auch Erfolg. Die kann man schon mal beifallen. Danke. Ich denke, ja, das jetzt hier eine wichtige Aufgabe auch an. Und ich sehe es einfach mal als guten Abschluss, hier nochmal Politiker zu fragen, die hier nach Bürger vorbeigegangen sind, warum sie eigentlich nicht stehen geblieben sind und dass wir als Bürger dann eben zu den Politikern gehen. Das heißt, wir werden uns jetzt zeitlich einfach etwas beschränken und freue mich ganz doll, dass wir wieder eine ganz super Musik haben. Diesmal auch so witzig, das war so. Beim letzten Mal hat es mich einfach an den Füßen gefunkert. Ich hoffe euch auch. Ja. Wir haben das so toll gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und heute habe ich die Texte mitgebracht und wir versuchen jetzt einfach mal mit Singen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitschreiberinnen und Mitschreiber, das erste Lied, die Mutter Schwübele, ist Anfang der 70er Jahre in abgeändertem Text entstanden. Entweder, ich weiß es nicht mehr genau, von Walter Mossmann oder von Jos Fritz. Aber das Lied ist zwar uralt, aber der Text total aktuell und wir fanden ihn einfach gut. Deswegen wollten wir das Lied singen und auch die Bitte vom letzten Mal hin haben wir kopiert. Und jetzt versuchen wir es einfach. Die Mutter Schwübele, dann kommt der Wind. Die Mutter Schwübele, dann kommt der Wind. Der Wind seit vorne, nicht so wird sein und sein. Der Wind seid ohne die großen Wind, der Wind seid laune, die Hände jetzt kriegt. Der Wind seid laune, die Hände jetzt kriegt. Der Krieg, der donnert, der kommt nicht von auswärts. Der Krieg, der kommt aus ihrem eigenen Land. Sind nicht Franzosen, sich große sind nicht Franzosen, sich große Geld. Die reiche Herren entbauen oder ausgebraucht, die brauchen Arbeitsleib für ihr Fabrik, weil der Atomstrom kein großer, weil der Atomstrom kein viel Profit. Jetzt kommt's an Atomkraftwerk und nur kommt Großchemie, und bist du outside, der schießt ländlich. Du gehst zur Arbeit für kleine. Der Kost der Arbeit für einen kleinen Lohn. Der Lohn ist immer gleich, ist der Profit auch groß. Da kommt der Krise, bist arbeitslos. Du bist die Arbeit los und bist der Acker los. Und deine Herren, die sind reich und groß. So gut in Elsass und in Baden. So gut in Elsass und in Baden. In Mutterschwübele, Gott ist der andere Wind. Wenn manche leider vor der Schuft gebracht sind. Wenn manche leider vor der Schuft gebracht sind. Ich bedanke mich bei der Barbara Schenk und beim Eugen Billiger für die Musikeinlage. Als nächstes sprechen wir dann der Kevin Bauer vom Caracol. Er kann da vielleicht auch mal noch kurz was dazu sagen, was Caracol ist. Und gerade ich finde es richtig gut, wenn auch Jugendliche sich zu Wort melden. Okay. Freunde und Freunde, ich bin der Kevin. Ich komme von der Sozialistischen Jugend Deutschland, die Vereinten Kreiswald Bühl-Ortenau. Und wir haben auch das soziale Zentrum im Herzen Bühls, das heißt Caracol. Das ist eine Organisation von jungen Leuten. Das sind die Selbstverwaltung, was auf die Beine stellen, die Veranstaltungen organisieren, wie Sonntagsbrunch, wie politische Veranstaltungen und die eben in Eigeninitiative aktiv geworden sind. Ich will jetzt vorher noch auf die Geschichte eingehen der sozialistischen Jugend. Sie wurden 1904 gegründet, sind aus der sozialistischen Arbeiterbewegung hervorgegangen und beschreiben sich selbst wie folgt. Wir unterstützen die Gewerkschaften mit ihrem Kampf gegen Arbeitslosigkeit für eine zukunftsweisende Berufsausbildung für Arbeitsverkürzungen mit vollem Lohnausgleich. Wir engagieren uns gegen Umweltzerstörung und Vernichtung der Lebensgrundlagen. Wir fordern mehr Demokratie und Mitbestimmung in allen Bereichen, auch in Schulen und Betrieben. Wir treten für die wirkliche Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen ein.
Wir bekämpfen das ungerechte Weltwirtschaftssystem und den Krieg als Mittel der Politik. Wir fordern genügend nicht kommerzielle Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Dementsprechend wird Jugendbildungsarbeit vor allem gemacht. So gibt es zum Beispiel Seminarfahrten nach Istanbul oder nach Griechenland oder eben auch Kinderzeltlager und Kanutouren. Jetzt möchte ich nochmal aufs Karkolle gehen. Das ist eben so ein lokales Zentrum von Falkenau. Das ist in Bühl in der Eisenbahnstraße 4. Und dort finden Infoveranstaltungen auch von Falken statt. Haben wir auch noch eine Infoveranstaltung mit dem Stefan Braun, der eben noch mitgemacht. Setzen uns für eine bessere Welt ein, frei von Ausbeutung von Menschen durch den Menschen. Wir kämpfen für eine Welt des Friedens, der Freiheit und der Gleichheit. Wir lehnen die ungerechte Reichtumsverteilung weltweit ab. Nun möchte ich auch noch zur Atomkraft kommen, zum heutigen Thema. Für uns ist Atomkraft als Beispiel für das Profitgier im Kapitalismus, für das Gewinnstreben. Es ist für uns unverständlich, dass diese Art der Energiegewinnung, dass das an dieser so lange festgehalten wird. Vor allem, da auch vielen Langzeitstudien und da die Langzeitfolgen nicht erwiesen sind. Wir kritisieren die fehlenden Endlagerungsmöglichkeiten und wir finden es absolut kritikwürdig, dass Müll produziert wird, für den es aktuell noch keinerlei Möglichkeit gibt, ihn zu entsorgen. Wir sehen es nicht ein, dass immer tiefere Schächte gebohrt werden sollen und so versucht werden soll, der radioaktive Dreck vergessen zu werden. Vor allem finden wir auch es recht amüsant, dass das Märchen herbeigelogen wird, dass die Atomkraft eine CO2-freie Energiegewinnung wäre, da gerade in der Herstellung natürlich unfassbare Mengen an CO2 produziert wird. Deshalb fordern wir eine Umstellung auf eine umweltverträgliche, ressourcenschonende Energiegewinnung, statt immer von der mächtigen Energie- und Atomindustrie einzuknicken. Finden Sie es deshalb klasse, dass heute es durchging, dass der Atomausstieg vollzogen wird hier in Deutschland. Und ja, als solches, weil wir natürlich Atomkraft ablehnen, unterstützen wir vor allem die Mahnwache. Und wir sind eben froh, dass die Eisleine letztendlich gezogen wurde, wenn auch mit recht unbefriedigend. Fukushima war ja ein warnendes Beispiel. Das war's von meiner Seite. So, Kevin, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für deinen Beitrag. Ich denke, er war kurz und knackig, was wir auch vielleicht so wollen, weil wir heute ja auch ein bisschen in zeitlichen, im Druck sind, weil wir ja noch zur Stadtratssitzung wollen. Jetzt, wie traditionell schon immer, wollen wir jetzt einfach noch die Schweigeminute machen. Folgendes, was schon der Patrick vorhin gesagt hat, wir wollen noch zur Stadtratssitzung gehen, da ist noch eine Bürgerfragestunde und da geht es uns einfach, dass wir hier eine Resolution einbringen wegen dem AKW in Fessenheim in Frankreich. Ich denke gerade Fessenheim ist direkt bei uns an der Grenze, wenn da wirklich was passieren würde, würde uns das direkt auch treffen und ich finde das einfach, es wäre schade. Ich bin heute vom Campingplatz nach Hause gefahren, wenn man diese tolle Schwarzwald im Hintergrund sieht und die Rheinebene, denke ich einfach, ist das auch eine Aufgabe von uns, dass wir hier aktiv werden. Wir wollen einfach hier auch in Aachen als Bündnis ein Zeichen setzen, wie schon andere Städte, Baden-Baden und so weiter, um hier einfach auch eine Resolution versuchen, an der Stadtrat einzubringen. Und an dieser Stelle habe ich auch schon eine Bitte an euch, einfach, dass er noch mitgeht. Der Patrick wird unsere Resolution im Gemeinderat vortragen und dann hoffen wir, dass das der Gemeinderat soweit dann mittragen wird und aufnehmen wird. Jetzt machen wir einfach weiter mit der Musik, dass wir noch zügig auch hochgehen können. Danke. Ja, also bevor wir mit unserem zweiten Lied beginnen, möchte ich noch kurz was von letzter Woche korrigieren. Das Gedicht, ich habe was gesagt zum Gedicht von Erich Mühsam und das möchte ich korrigieren. Nach der Machtergreifung 1933 wurde Erich Mühsam von der SA verhaftet und 1934 bereits im KZ Oranienburg nach über 16-monatiger Schutzhaft in Anführungszeichen von SS-Leuten ermordet. Er sollte sich mit einem Strick melden. Er wurde dann brutal von SS-Leuten totgeschlagen und seine Leiche wurde aufgehängt. Die Meldung in der nationalsozialistischen Presse lautete: Der Jude Erich Mühsam hat sich in der Schutzhaft erhängt.
Seine Mithäftlinge traten später dieser Darstellung entgegen und berichteten von der Ermordung Mühsams im Zimmer des Lagerkommandanten. Wir stehen hier wegen Atomkraft, Nationalsozialismus, die in Anfang zu forschen. Wir wissen alle, dass wir heute demonstrieren gegen die in Anführungszeichen friedliche Nutzung der Atomkraft, die sozusagen ein Abfallprodukt der militärischen Nutzung ist, die erst im Interesse der Mächtigen stand. Und damit auch das nicht eingesetzt wird, gehört für mich zum Nein zur Atomkraft auch ein klares Nein gegen Krieg und gegen deutsche Beteiligung an Krieg. Und da spielt es gar keine Rolle, wo. Und Menschenrechte sollte man nicht überstrapazieren. Wir singen jetzt von Hannes Wader Schon so lang. Auf meinem Weg schon so lang, verschlagen und träg schon so lang, bin müde und leer nach Süden ans Meer, bin auf meinem Weg ohne Wiedergehen schon so lang. Seit ich kriege die Not schon so lang. Jetzt aber. Entschuldigung. Sie kriegen die Not schon so lang. Ruinen und Tod schon so lang. Seh die Tränen, die Wut, seh die Wunden, das Blut. Erwirkt und verfault, was einfach und gut schon so lang. Die Feuer geschehen, und schon so lang. Als mit Wolken bauen, schon so lang. Euch, die Herren der Welt, eure lügenden Mord. An Millionen, die glauben an euer Wort, schon so lang. Nicht im Feuer geschehen, schon so lang. Hab die Liebe gesehen, schon so lang. Seh die Hoffnung, den Mut, seh den Glauben, die Glut. Und was in Gesichtern von Kindern sich tut, schon so lang. Bin auf meinem Weg schon so lang, verschlagen und träg schon so lang, bin müde und leer nach Süden ans Meer. Bin auf einem Weg ohne Wiedersehen schon so lang, schon so lang, schon so lang. Wir kommen jetzt zum ersten Schluss, bevor wir noch hochgehen. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken. Schon über 2 Monate machen wir diese Mahnwachen. An anderer Stelle ist das schon längst untergegangen. Auch bei Herrn Huber schätze ich da, wo die Presse macht. Und alle, wo einfach hier bisher aktiv waren, ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an euch. Ich denke, dass es heute in praktisch bei der Bundesregierung jetzt endlich mal zum Atomausstieg gekommen ist. Da haben wir alle mitgekämpft, weltweit, auch landesmäßig und hier vor Ort. Wären die Menschen nicht auf die Straße gegangen, wäre es mit Sicherheit nicht zu diesem Ergebnis gekommen im Bundestag. Und deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Wenn wir noch nach der Stadtratssitzung gehen, wollen wir wieder rübergehen in den Ratskeller und einfach nochmal alles durchdiskutieren, was wir machen wollen in Zukunft.
Und dann zuletzt, wie in der Vergangenheit schon, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben ja nochmal Aufkleber, Atomkraft Nein Danke, mit Aachen speziell, mit unserem Bündnis noch ein Emblem drauf. 80 Cent, wer eins kaufen will, kann es bei mir mehr holen. Und ich würde jetzt einfach sagen, dass wir zur Sitzung hochgehen. Schon mal im Voraus an euch alle nochmal ein riesiges Dankeschön. Die Alten sind dabei, Herr Hans, das ist ein Problem.